Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft 1.20 Let's Play. Ja, die 1.20 ist draußen und ja, ich bin hier in der Nähe von unserem Wüstendorf, weil wir haben ja jetzt Kamele und so Sachen, also schon vorher gehabt, aber ich wollte sie noch nicht so nutzen, ja, weil es einfach noch Testphase war. Wir haben uns ein bisschen vorbereitet in den letzten Parts und ja, in den nächsten Parts werden wir alles machen, was so ja, mit 1.20 zu tun hat. Und viel bauen mit den neuen Blöcken und auch mit alten Blöcken natürlich und so weiter. Ich werde dieses Dorf einfach außerhalb vom Let's Play ein bisschen ausbauen. Damit vielleicht auch noch ein paar mehr Kamele spawnen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es auch geht. Das ist eben jo, noch Standard so. Und, wo ist denn Kamel? Da ist es ja. Habe ich nicht mal gesehen, kurz. So, also wir haben es. Sehr schön. Also, wir müssen das vielleicht noch kurz irgendwie verwöhnen. Geht das? Ja, es springt an. Ah, dann sitzt es hin. Okay, cool. Ich kenne es noch nicht. Ich habe noch nicht mich spölen lassen. Und jetzt, wenn man kurz W drückt, geht's nach oben und dann laufen. Wie das aussieht. Cool. Jetzt müssen wir einfach noch zurecht zurückfinden. Und ich habe mir schon natürlich ein bisschen Gedanken gemacht, wo wir zurückfinden. Ich bin ein bisschen südlicher hier so durchgegangen. Habe noch ein bisschen Schleime gefunden. Und ich habe einen Pinsel gemacht, genau. Ein Pinsel geht so. Ihr nehmt eine Feder. Oben, eins unten drunter nehmt ihr einen Kupferbarren und drunter einen Stick, also so einen Stock. Und dann habt ihr einen Pinsel. Ich kann es gerne nachher noch mal craften, wenn wir das auch ein bisschen gebraucht haben. Vielleicht finden wir ja hier, ist das jetzt eine Ausgrabung hier oder ist das ein Dorf? Also ich sehe gerade keine dunkleren Sandblöcke. Aber das könnte so ein Ding sein, eine Ausgrabung. Vielleicht ist das da der Block. Also solange du nicht Scheiße machst, Ding, kann ich ja da mal kurz ein bisschen wischen. Da geht nichts, das ist nicht ein Block. Ja, eben weil ich noch nicht so viel weiß darüber, muss ich noch ein bisschen rätseln. Aber da dürft ihr gerne mir helfen, gell? Wie sieht man, dass ein Block etwas drin hat, ein Sand? Vielleicht nochmal so ein bisschen probieren, ob irgendwas erscheint. So hat es so eine dunkle Textur, wie beim Abbauen. Nee, sie sehen nicht so aus wie dunkle Sandblöcke. Bin ich blind oder sieht man das nicht genau? Ich glaube, das ist gar keine Ruine. Hä? Es sind eben Tonblöcke. Ja. Und eben, wenn ihr merkt, ich habe es gar noch nicht so gesagt. Ich habe eben den Bildschirm, den Hauptbildschirm verloren. Muss jetzt kurz warten. Wie macht man jetzt? Einfach doppelklicken, okay. Oder mit Stück. Ja, mit Stück geht es auch. Wie bei einem, ja. Wie einfach per Fuß, zu Fuß. So, da müssen wir hier rüber scheinbar. Ist das jetzt westlich vom Dorf? Glaube schon. Müssen einfach nach Westen gehen. Oh, leider gehen die auch unter. Schade. Genau, jetzt ist es aufgegangen. Also, wir müssen nach Westen. Müssen wir eher in die Richtung. Jetzt bin ich doch schon drüber. Was ist denn das, ey? Eieiei. Falsche Taste gedrückt. Ja, die Umschalt sollte eigentlich zum Rennen sein, liebes Minecraft. Aber gut. Ich nutze die Stück-Taste. Jo, also mir geht's wieder wunderbar. Minecraft ist endlich in der 1.20 draußen. Jo, wie viel das Update ist das seit der InDev oder seit vor der InDev? Ja, unglaublich viele Updates, ja. Aber auch gute Updates. Also ich bin jetzt zwar nicht ganz so begeistert von diesem Update, aber dennoch, so Kamele sind halt der Hit.
Also ich liebe es einfach so mit dem Kamel unterwegs zu sein jetzt gerade. Ist ja mal etwas anders als ein Pferd. Aber so typisch, ah, überall muss Wasser sein. Boah, was ist denn? Hey, ich will so unterwegs sein. Geil. Sehr gut gemacht. Hey. Bin ich das erste Mal auf einem Kamel überhaupt in diesem Spiel? Wo gibt's noch Kamele? Wo kann man auch Kamel reiten? In Elder Scrolls Online vielleicht, aber dort habe ich nie ein Kamel besessen. Ja. Ah, schön. Kamel, Kamel. Ja, wir müssen doch noch ein bisschen in die Richtung. Schade, es ist ein bisschen weiter weg, aber gut. Ich muss auch Kakteen anpflanzen zu Hause. Ich habe noch ein bisschen etwas zu tun. Ich kann noch gar nicht so viel Interessantes zeigen. Tut mir leid. Ist da. Was ist denn. Hey, schaut euch mal das an. Der ist ja mega versteckt. Das ist ein Wüstentempel. Das Kamel wird sicher verschwinden. Das wird sicher sich umbringen. Ja, hier gibt es, glaube ich, auch irgendwo. Ich habe es nur kurz gehört, aber irgendwo gibt es hier auch noch Ausgraben zu machen. Da gibt es hier irgendwo ein bestimmtes dunkleres. Ah, da ist es. Man sieht den Unterschied. Okay. TNT. Lol. Man kann TNT finden. What the fuck? Boom. Okay, man sieht schon besser, als ich gedacht habe. Geil. Hier ist eine Treppe. Okay. Und wie weit kann man dann runtergraben? Geil. Das da. Ja, sehr gut. Nochmal. Nochmals den. Lol. Das bringt's ja. Da kann man einfach TNT farmen. Zu meinem Feuerwerk, Mann. Ah ja, da will wir den Ding aushaben. Explosion. Nein. Nein, wir haben es nicht aus. Das sind ja nur Mob-Explosionen. Schade, ich hätte ein bisschen TNT zünden wollen in unserer Base oder so. Aber ja, wir könnten schon irgendwo ein Loch in der Farmwelt kommen. Ja, es ist sehr viel Sand hier, aber irgendwie die Blöcke fehlen ein bisschen. Da, oder? Smaragd! Ui! Ein Smaragd, ein Smaragd. Und das? Eine Scherbe? Achtung vor den Alten. Vor dem Alten. Okay. Jo, haben wir sonst noch was? Das da? Nö. Kurz mal schauen. Nee. Hier hinten? Da, ja. Okay, dann reicht zwei Scherben. Cool. Sind das andere? Sind das die gleichen? Ja, das sind andere. Juwelen-Töpferscherbe und Schützen-Töpferscherbe. Jo, wenn ihr irgendwelche Tipps und Tricks habt, dürft ihr die gerne mir in die Kommentare senden. Ich bin eben noch sehr unerfahren. Aber ich möchte jetzt auch nicht allzu gespoilt werden. Also die meisten kennen es wahrscheinlich, die müssen es gar nicht bei mir unbedingt mega schnell erfahren. Ich werde es gerne auch selber ein bisschen herausfinden. So mit dem Kamel werde ich wahrscheinlich einfach alles mit den Kakteen machen müssen. Vervielfältigen von den Kamelen und ja, Schmiedevorlage, Dünen, Rüstungsbesatz. Wie viel gibt es von denen? Gibt es da überall? Okay. So. Wir graben, wir graben. So.
Der Architekt Malheur. Sind der Architekt Malheur. So, jo, was nehmen wir noch raus? Sandstein, okay, na was? Und den Sand verwende ich nach oben zu, um nach oben zu kommen. So. Gut, also. Dann hoffen wir, dass Kamel nicht gestorben ist. Was ist das, Kamel? Oh, ich bin heute richtig müde. Ich kann nicht mal mehr richtig reden. Und es gibt überall noch Zombies oder so. Aber eine schöne Ruine, sehr gut versteckt. So, wo ist jetzt dieses Kamel? Gott. Wo ist das Kamel? Da. Ich hab's direkt noch gesehen. Hey, nicht verschwinden! Ich bin nur doch nur ein Architekt Malheur. Bin eine Architektostrophe. Ja, toll. Eieiei. Du bist zu fett. Viel zu fett. Viel zu groß gewachsen. Hallo, laufen Sie. Hey, du hast das Kamel getroffen. Ich töte das Kamel selber noch. Hey. Tut mir leid. Sei mir nicht böse. Aber wie geil. Wie geil das so ist. Ne? Sehr schön. Also haben wir noch eine Ausgrabung gefunden in einem Wüstentempel. Und jetzt müssten wir eigentlich bald nach rechts oder so. Bin nämlich nicht unbedingt südlich wieder durchgehen. Da gibt es überall Zucker wegen Bambus. Lieber hier durch, irgendwo durch den. Ja. Drago macht gleich mal das Schlimmste. Ein Kamel von einem entfernten Wüstendorf zurück in die Base schleppen. Aber ja, da seht ihr mal, wie es halt schwierig ist, in einem 1.20 ein Kamel auch noch zu bekommen. Vielleicht habt ihr es viel einfacher, wenn ihr eine Welt macht oder so. Auf dem Server werden wir dann auch schauen. Wir machen ja eine 1.20 Vanilla. So. Hoppla. Dass wir dort auch jo, schauen, dass wir eine Wüste in der Nähe haben. Für die Leute, die noch nicht so viel laufen wollen. Jo. Und Zutritt bekommt jeder, der eigentlich sich verhalten kann. Er muss vor allem sich verhalten können. Also ein bisschen teilnehmen und so im Chat und im Discord und dann dürft ihr auf den Server kommen. Meine Videos müssen ja auch ein bisschen gefüttert werden, sonst sind sie so einsam. Ja, und ich komme hier nirgendwo mit diesem fetten Wüstenschiff durch. Ja, ich bin noch nicht so begeistert von diesem. Komme, komme, komme. Aber es macht Spaß und sieht gut aus. Hey. Herr, hallo, bist du dumm? Siehst du nicht, dass du hier hoch kannst? Der Vogel tut uns noch ab, auslachen, der Papagei. Kommst du eigentlich irgendwo durch, du? Asoziale Kamele sind asoziale. Und nicht asoziale sind nicht asoziale. Didi. Immer weiter. Hallo. Nicht schlafen. Ei. Irgendwie kannst du mit den Kamelen nicht so hüpfen. Jetzt geht's wieder. Hopp. Es ruht sich aus oder so. Jetzt gehst du hier hoch. Wie ist das in jedes Reittier wird immer schlimmer. Ey, hab ich dich gerufen? Nein, ich hab dich nicht gerufen. So. Ja, gut, dann gehst du mal weg, bitte, dann kann ich auch mal hier. Ah, komm, hier sind schlimm. Hallo? Nein. Drago ist überfordert. So, jetzt. Boah. Wenn man die Richtung auch nicht so sieht. Du hast so einen dicken Kopf, liebes Kamel. Hast du auch etwas in der Birne?
Nein, nein, das Kamel will nichts in der Birne. Sind wir eigentlich jetzt noch nach Westen unterwegs? Nach Westen? Jetzt komme ich gar nicht mehr raus. Aua. Ich sehe auch nichts vor lauter Buchstaben. Das sollte eigentlich immer ein bisschen unterbunden werden, dass dort zu viel steht. Auch doch kein Schwein. Ich bin doch jetzt gerade in Norden, gegen Norden gegangen. Wieso bin ich jetzt nach Osten und nicht nach Westen? Keine Ahnung. So, da oben durch, genau. Sehr gut. Ah, hier kommt man nicht so gut weiter. Geht's? Kommst du hier hoch? Dankeschön. Ah, schlimm. Wenn man einfach keinen Platz hat wegen dem blödesten Biom, was es gibt. Dschungel. Dschungel, gebirgiger Dschungel. Schlimm. Und immer sind Creeper. Drago hat ein schweres Minecraft, das weiß man. Das weiß man. Drago hat ein schweres Minecraft, das mag er, das mag er. Dumm. Und jetzt sind wir wieder dort, wo der Tempel war, oder was? Gut. Immerhin. Jetzt lässt du mich in Ruhe, du blödes Skelett. So, also wo sind wir genau? Das ist ein Frosch. Ich dachte schon, da gibt es ein neues Tier. So, wo sind wir jetzt? Süd, Südwest in die Richtung. Gut, ja, macht Spaß. Es ist gar nicht so schlimm, mit dem Kamel zu reisen. Nur eben, man kommt manchmal echt gar nirgendwo durch. Ja, ist ein bisschen schade, wenn man. Schau mich noch ein bisschen um. Ist das dort eine Ruine? Nö. Also, wir müssen auf Koordinaten. Also eher in die Richtung. Ne, in die Richtung. Okay. Also, wir müssen nach Nordwesten. Gut, also. Ja, dann können wir wieder ausstellen. Ja, ich werde eben in nächster Zeit extremst viel bauen. Also, ich kann sicher ganz viel, also der Großteil von unserer Base in einem Let's Play machen. Aber so 30 Minuten, um etwas zu bauen und dann längere Pause machen oder so, kann ich nicht unbedingt. Ich muss ein bisschen zusammen das machen, oder? Mehrere Folgen auf einmal aufnehmen. Und ich habe ja meistens kaum Zeit, weil ich den ganzen Tag eigentlich auch noch Sport trainieren muss. Muss ich mal schauen. Und die Wege halt auch immer ständig etwas von mir will. Ich muss also schauen, dass das gut geht. Und wenn wir einfach nicht so gut immer alles fertig bauen können oder ohne Unterbruch machen können, dann kann ich das auch in einem Livestream dann zwischendurch machen. Wenn ich den Bildschirm dann wieder habe, den Hauptbildschirm wieder, neue Hauptbildschirm habe. Genau. Jo, und was ist noch geplant? Das ist einfach ein bisschen Rollenspiel ab und zu noch. Boah, jetzt dachte ich schon, mein Griff ist abgestürzt. Ein bisschen Rollenspiel mehr machen, geplant. Ich will einfach so ein bisschen, so, mich ein bisschen wohlfühlen in dieser Welt. Und dann tue ich so ein bisschen, ja, manches imaginär machen, was nicht unbedingt so stimmt, oder? Also zum Beispiel so mit den Kamelen eine bessere, ja, wie sagt man, tierische Verbindung aufbauen. Und jo. Wenn ihr Lust habt, kann ich natürlich alles hinzufügen, was ihr wollt oder wegnehmen. Ihr könnt jederzeit sagen, Drago, mach doch noch das nicht oft, so oft oder so. Oder zeige uns nochmals, wie du Diamanten suchst oder wie du irgendwie auf Reisen gehst, um irgendwie einen Gegenstand zu suchen, wie zum Beispiel deinen Kirschblüten. Oder so ein neues. Dann kann ich das nochmals machen. Gebt mir ein paar Challenges und es wird eigentlich sehr gut laufen. Jetzt muss ich nochmal schauen. Norden, ja. Muss ein bisschen weiter nach Norden kommen. Und dann können wir wieder nach Westen gehen. Dort unser Dorf. Also, ja, ein Dorf ist es ja noch nicht. Und eben auf dieser Insel, wo ich ja eben mich vorbereitet habe, ist einfach so ein bisschen der
Markt und der Hafen. Und dort, wo das Festland ist, wo ja das Schwarzeichenbiom ist und Fichten, Wald ist, dort werde ich die Stadt bauen. Ich werde eine wirklich wunderschöne Stadt bauen, wenn es geht. Ja. Also gebt mir ein bisschen Mut. Sagt mir es in den Kommentaren, was ihr genau so wollt. Und ja, wird natürlich sehr viel Spaß machen, gell? So, ich schau mal kurz. 20 Minuten. Ich kann aber leider nicht mehr so im Überblick. Ich habe es natürlich auf dem Handy gemerkt. Aber da will ich jetzt gar nicht aufs Handy schauen, weil ja, das Handy halt gerade am Aufladen ist. Ich habe sonst auch kaum Zeit, um mein Handy aufzuladen. Deshalb jetzt gerade während der Aufnahme am Aufladen. Jetzt merke ich, ja, ich muss aufladen. Jo, und ich brauche einen zweiten und dritten Bildschirm. Wer zahlt mir das? Und wie komme ich überhaupt hier durch? Ich muss wieder zurück. Ich habe mich so. Das sind so schlimme Bäume für Kamele. Schreibt mal in die Kommentare, Mangroven sind schlecht für Kamele. Gucken, ob ein Kommentar auch kommt. Hey, kannst du mal aufhören? Du Kamel. Lass mich bitte. Er sinkt trotzdem zu weit. Aber es geht wenigstens schneller im Wasser. Ah, Mangrovenwälder sind so schlimm designt. Genau deshalb habe ich keinen Bock auf 1.19 gehabt anfangs. Das ist einfach so der Grund, ey, wie selten die waren und wie wenig du eigentlich erreicht hast mit 1.19. Ja, ist nicht so gut gewesen. Und jetzt 1.20 ist schon besser, aber was will man groß? Also ich habe sehr mit Bambus vor. Aber was will ich groß mit diesem Kirschblütenholz machen? Ja? Schreibt mir mal das in die Kommentare. Was soll ich bauen? Oh, ich weiß schon. Ich weiß schon. Ich werde euch sowas von trollen und nur mit Kirschblütenholz ein Schloss das bauen. Unbedingt. Ich werde euch ein bisschen trollen. Nein. Kein Problem. Ich werde es schon nicht machen. Oder nur teilweise. Nur ein bisschen, bitte. Nur ein kleines bisschen. Ach, bitte. Okay, man kann bleiben und kann man übers Wasser ein bisschen hüpfen. Auch schon gemerkt. Dankeschön, liebes Kamel, dass du mir das merken ließest. Oh, das ist ein geiler Ding. Wurzelzeugs. So komme ich jetzt hier auch wieder ein bisschen weiter besser. Ich bin jetzt schon ein bisschen mutiger. Ich renne ein bisschen mehr jetzt, aber mein kleiner Finger macht mir weh. Ja, mit Stück ist das so schlimm. Wieso muss man in diesem Spiel überhaupt schleichen? Das ist immer so schlecht mit Umschalt. Also langsam wird es mir schon das Spiel so, ach komm, zeig den Zuschauern nichts von diesem Spiel. Ich halte dich auf, Drago. Es ist schon im Ernst richtig scheiße gemacht mit diesem Biom. Wieso machen sie nicht einfach die Biome einfach ein bisschen locker? Wieso muss es immer so schön aussehen und dafür alles so voll sein? Ich mag die Biome nicht so, wenn sie so voller Bäume sind. Wie viele Biome gibt es? Also 20 Biomen mit vielen Bäumen. Kann man aufhören, oder? Damit meine ich einfach die Mini-Biomen auch. Kann doch mal aufhören, liebes Entwicklerteam. Ist ja nicht dein Ernst, ey. Ja, der Berg ist schön, ich weiß. Aber das Kamel muss mitkommen. Hey. Hä? Wenn man aufsteht, es dreht sich immer. Habt ihr das gesehen? Es dreht sich immer. Ja, so sollte nicht sich drehen, auch wenn man die Richtung schaut. Ich bin bald fertig. Kein Problem, liebe Zuschauer. Ich bin bald fertig mit dieser Katastrophe. Oh. Ja. Ich habe es jetzt mal gezeigt. Das zweite Kamel hole ich mir selber und tue mir diesen Stress selber an. Das müsst ihr nicht schauen. Aber schaut euch das mal an. Wie viele Bambus? Ja. Es sind einfach ja viele. Das geht einfach gar nicht. Und Mangroven sind auch scheiße. Das ist mein Ernst. Hey, jetzt ist es fertig.
Ich holze diese ab. Ich mache mir den Weg frei. So, weg damit. Und du, Kamel, kommst. Lass mich. Ich will nur raufbuckeln. Ich will nicht, dass du hinsetzt dich. Ich will nur draufhüpfen. Ich buckel dich, du blödes Kamel. Oh nein, nicht dein Ernst. Muss ich da einmal um den Flur, um den See? Das geht doch nicht. Es ist sehr anstrengend. Ihr merkt es wahrscheinlich, dass ich richtig genervt bin. Sehr anstrengend. Okay, man muss ein bisschen stoppen. Aber es ist schön, etwas Neues zu haben. Sollte öfter so ein Reittier kommen? Irgendwie Fantasiereittiere? Jo. Schlagen kann man eigentlich den Kopf. Man kann so schön den Kopf weghacken mit der Axt. So, jetzt sind wir im Ozean, wo unser Haus ist. Also müssen wir noch ein bisschen außen herum. Aber gut, also. Dann haben wir eine schöne Kamelreiterstunde-Folge. Und in der nächsten Folge schauen wir nochmals wegen dem Zaubertisch und den Ausgrabungen vielleicht noch ein bisschen. Ja, mal gucken. Und bauen wir doch ein bisschen noch. Das alles in der nächsten Folge. Und Leon hat schon gesagt, er will ihn selber machen davon. Ja. Dann können wir noch ein paar Folgen oder so mit dem selber machen dann morgen. Oder den Livestream, aber Livestreams funktionieren ja momentan irgendwie nicht. Viele Zuschauer, also allgemein Zuschauer sind momentan ein bisschen am Streiken. Sagen so, ja, Livestreams machen mir persönlich nicht mehr so viel Spaß, obwohl sie ihnen wahrscheinlich schon Spaß machen würden, wenn sie nicht so verwöhnt sind. Das merkt man vor allem bei den großen Livestreamen. Das hat die Zuschauer nicht mehr so richtig da, sind nicht mehr so viel kommentieren. Ja, da machen sie ihr Leben schwer. Und ja, meins muss ja nicht so schwer sein. Ich bin gerne Zuschauer bei den anderen, wenn ich Zeit habe. Ich habe schon genug Zeit. Ja, während dem Hochladen und so, habe ich schon genug Zeit. Sonst bin ich halt immer Sportler. Also bei mir müsst ihr einfach verstehen, wenn ihr mal keine Antwort von mir bekommt, weil ich gerade unterwegs bin oder so, dann bin ich halt unterwegs. Dann bin ich halt ein bisschen sportlich da, nicht da. Müsst ihr einfach ein bisschen Geduld haben. Wenn ich mal nicht live streame, dann wisst ihr, da habe ich meistens jetzt gerade kein zweiter Bildschirm oder so Sachen. Ja. Und ihr müsst halt auf Twitch schauen, nicht auf YouTube. Weil auf YouTube kann ich nicht so gut live streamen. Ja, ich könnte schon. Ich werde, glaube ich, heute schon einen Livestream machen von Minecraft. Oder vielleicht auch von Last Epoch noch. Hallo. Du glaube ich, das wieder falsch machen. Mein Gott, ich will mit Leertaste welchere Ding hüpfen. Ja, ich muss immer die Stück-Taste gedrückt lassen. Und erst dann kann ich mit Leertaste springen. Sonst springt es irgendwie nicht. Hallo. Oh, es ist Neumond. So, wo bin ich jetzt? Okay. Eher in Richtung Norden. Richtung Süden eher wieder. Okay. Und dann noch mehr in Richtung. Ja, ich muss eher in die Richtung. Ja. Ich bin irgendwie so ein bisschen zu weit im Süden, habe ich so das Gefühl. Jo, sonst muss ich jetzt gerade mal kurz ein Part Pause machen. Also, ja. Den Part beenden und dann selber nach Hause finden. Komm hier irgendwo noch nirgendwo durch. Hey, es gibt halt immer Skelette. Du auch. Hey, lol. Wo ist der Creeper jetzt hergekommen? Der war hier hinter der Birke oder so. Heftigst. Und noch ein Tetrunkener. Dankeschön. Ja, die Kamele, ja.
Die Zombies kommen halt immer so viele, wenn sie einmal geschlagen wurden oder besiegt wurden. Da müssen wir uns ein bisschen vorsichtiger sein. Ich wäre fast gestorben, habt ihr das gesehen? Der Creep hat so viel Schaden gemacht. Und ja, ich habe wirklich zu leise. Ich habe allgemein zu leise in Minecraft. Muss irgendwie Minecraft wieder lauter stellen können, überhaupt. Ohne dass es für euch zu laut wird. Ja, genau. Meine Güte, wenn das Kamel einfach besser steuerbar wäre, das ist eine Katastrophe. Ja. Wie unbeweglich so ein Kamel ist, das ist ja heftigst. Schlimm. Einfach einmal um einen Baum. Nö. Es muss so richtig mega langsam furzen. Ja, sich bewegen. Mal gucken, was passiert. Ja, es geht schon so weit unter. Lass mich. Geh hoch, nicht unter. Hoch. Tauch auf. Komm schon. Wir sind die besten Freunde. Ich hätte sie nur. Dieses dumme Kamel. Wüstenschiff. Das ist kein Wüstenschiff, das ist ein Wüsten-U-Boot. So. Jetzt stehst du auf. Komm schon. Raus aus dem Wasser. Hey du. Also, wir müssen. In die Richtung und in die Richtung. Hä? Da bin ich doch hergekommen. Glaube, wir haben uns ein bisschen entfernt. Also in die Richtung. Jetzt sind wir ein bisschen zu weit schräg gegangen. Also wir sind nicht davon entfernt, aber einfach zu schräg gelaufen. Weil wir dort durch den Mangrovensumpf mussten. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht wieder durch den Mangrovensumpf. Ja, wie sagt man? Wassergebiete, oder? Ah, wie sagt man in diesen Gebieten? Einfach Feuchtgebiete, Feuchtgebiete, ja. So, also, klappt das? Sind wir nicht hier schon durch? Haben wir es am Schluss noch ein bisschen falsch bewegt? Gehen wir mal in die Richtung. Über das Wasser, unter das Wasser. Ich habe ein U-Boot, ein Wüsten-U-Boot. Haha, Wüsten-U-Boot. Wir haben ein Wüsten-U-Boot. Wir finden schon nach Hause, der Drago, der weiß, wie man Koordinaten liest. Nicht. So blöde. Wir finden nach Hause und gehen nach Hause, wo wir unser Wüstenschiff parkieren. Da haben wir schon ein Schiff, dann müssen wir kein richtiges Schiff mehr bauen. Habt ihr Lust, mit mir ein Schiff zu bauen? Gemeinsam im Livestream? Könnt ihr im Livestream ein Schiff bauen? Jo, seid ihr dann noch online? Hoffentlich schon. Also in die Richtung musste ich und nicht in die Richtung. Eieiei. So. Ist ein bisschen schwer zum Kapieren, weil man ein bisschen schräg schaut und dann läuft man schon in die falsche Richtung, oder? Ist ein bisschen hart, aber gut. Hey. Du nicht so blöde. Blödes Kamel, du. Ich mag's. Es ist nicht so, dass ich es hasse, aber es ist halt schon sehr, sehr schwerfällig und langsam. Ich drücke jetzt die ganze Zeit die Sprungtaste, dass es so schnell wie möglich rüberkommt und nicht so wenig wie möglich untergeht. Ah, doch, es ist noch mal kurz untergegangen. So, geschafft. Die Odyssee mit einem Wüstenschiff. Das ist mein Titel. Oh nein, der Titel ist Archäoideologe. Genau, Archäoideologe. Genau. Und dann die Odyssee mit dem Wüstenschiff, wenn es noch ein bisschen. Ich werde wahrscheinlich den Titel ein bisschen umändern, weil der das Prä und das Ding, ja, vorherige Version.
Pre-Release-Version vergisst. Dankeschön, liebes Wüstenkamel, dass du wieder zu hoch bist. So, wir sind aber gleich zu Hause übrigens. Hier ist nochmals ein Papagei. Wieso tue ich eigentlich die Leben nicht regenerieren auf diesem Wüstenschiff? Ist das Boot, ne? Ah, das ist ein Portal. Das Boot ist erst später, das Rock. Aber dann sind wir zu Hause. Ich muss nur noch einmal ein bisschen hier um den... Also wir haben den Ozean schon mal gefunden. Und an dieses Dorf erinnere ich mich jetzt nicht mehr so gut. Meine Güte, wegen einem bisschen Baumstamm oben. Ja. So hat man das. Aber hier war ich schon mal. Dieses Dorf kommt mir sehr, sehr bekannt vor, plötzlich. Vom Aussehen, weil es zwei Kirchen hat. Kommt mir das sehr bekannt vor. Da war ich schon mal. Komm jetzt, komm. Komm, wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Ich und mein Kamel und meine Zuschauer. Die nicht vergessen, das sind tolle Menschen. Tolle Menschen. Nicht so böse wie diese Dorfbewohner. Die hauen immer ab. Die gehen immer schlafen. Liebet meine Zuschauer, die sehr fleißig am Zuschauen sind. Dankeschön. Liebes Kamel, mach doch mal vorwärts. Ich will gerne zu Hause sein und bauen. Und Wüstenschiffe züchten. Ach ja. Dann habt ihr auch Kollegen, diese... Ja, wie heißen sie schon, diese grauen Teile? Ach, ein Esel, stimmt. Jo. Ich freue mich. Ist doch cool, man. Ist doch voll cool, man. Wir müssen leider einen Umweg machen, weil du ja nicht schwimmen kannst. Aber, ja. Genau. Ich finde Minecraft immer toll. Ich bin gar nicht so ein Nörgler. Also ich will kein Nörgler sein. Ich bin manchmal schon ein bisschen am Nörgeln. Aber es ist eher wegen der Steuerung oder wegen dem Balancing, also vom Survival oder wie viel Wüsten oder so man findet oder wie viel Dschungel man findet. In diesem habe ich ja, habt ihr ja gesehen, in diesem Part recht viele Dschungel. Es sind noch viel mehr weit weg. Jo. Finde ich ja schon toll mit den Dschungel, aber die Wüsten sind ein bisschen zu wenig, habe ich so das Gefühl. Also diese Wüste, wo wir haben, ist eines der einzigen. Die anderen sind ja eher Küsten. Sind ja eher Strände gewesen. Schade, aber also hat man es halt. Muss ich jetzt hier durch den Wald? Ich glaube, ich muss durch den Wald. LOL. Die Strömung zieht das Raumschiff ganz weit unten hin. Das Wüstenraumschiff. So. Ja, ich sag zu dir viele Wörter, gell? Du bist eigentlich nur ein Kamel. Nein, du bist ein Dromedar. Weißt du, die kündigen so an, es gibt Kamele. Wo gibt's Kamele, wenn es Dromedar sind? Dromedar ist ja auch die Hauptbezeichnung. Ich glaube, ein Kamel ist eine bestimmte Art von Dromedar mit zwei Höckern, oder? Mit zwei Höckern. Ich habe drei Höckern, ihr Noobs. Ich habe halt ein Rückenproblem, also eine Krankheit, die heißt Bobo Scheuermann, macht den Rücken ein bisschen kaputt. Da habe ich halt drei Höcker. Mich kann man doppelt reiten. Ich kann Huckepack machen. Stellt euch mal das vor. Das kann niemand sonst. So, wunderbar. Ja, und dann sollte eigentlich hier dann gleich... Oh, hier gibt es noch Wölfe. Das... Ding sein, die Base. Ah, komm schon. Nein, ein Schaf ist tot. Ihr bösen Wölfe. Yay, wir haben es geschafft. Krass. Oh, was sind das für ein Riss hier? Geil. Ja, es ist wirklich unheimlich cool mit so einem Wüstenschiff, aber es kann schon sehr nerven. Es ist beides. So, aber jetzt haben wir unser Dorf hier nicht, also sind wir noch ein bisschen weiter weg. Wir sind noch ein bisschen weiter in eine Richtung.
Ja, es geht wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich sehe gerade die Koordinaten, die gehen eher hoch. Ja, da muss ich doch den Part mal beenden und es nochmals genauer suchen. Kann schon sein, dass wir einfach ein bisschen auf der falschen Seite vom Ozean sind. Warte kurz, ich schau mal. Man kann kleine, glaube ich, reintun, aber kann man große reintun? Ey, hallo. Geh hoch. Du gehst jetzt hoch. Nee, du gehst jetzt nicht hoch. Du gehst jetzt hoch. Oh Gott. Wenn Wüstenschiffe im Wasser sind. Oh Gott. Deshalb heißen sie auch Wüstenschiffe und nicht Ozeanschiffe. Jetzt gehst du hoch. Kann das sein, dass das Minecraft einfach nicht machen wollte, weil es mit den Entwicklern zu faul war? Ja, wirklich? Man muss hier wirklich runtergraben. Faules Stück. Ja, jetzt geht es automatisch hoch. Ich muss noch ein bisschen üben. Ich muss das nicht mehr. Was ist das? Ah. Das ist ein Ding. Kürbisse. Wir finden schon den Weg nach Hause. Wir fahren nach Hause mit dem Wüstenschiff. Hallo. Bist du blöd? Ja, es geht nicht. Meine Güte, wie dumm sind Kamele, ja. Wie sind die schlecht gedesignt? Ich weiß noch, es gab mal, ich glaube, Mo Creatures waren, wo man Wüstenschiffe reiten konnte. Und auch alle Elefanten. Aber hier gibt es ja noch nicht Elefanten. Kommt man irgendwie hier durch oder geht das nicht? So, hä? Ich bin gar nicht gesprungen. So viel mal gedrückt. Ah ja. Also ich muss kurz schlafen. Geht doch nicht. Bett. Ich habe das Bett nicht eingesammelt. Jetzt musst du halt durchgehen. Also ich werde hier mal Pause machen und warten und danach gehe ich. Ja, werde hier warten. So. Dankeschön fürs Schauen und wenn wir dann wieder zurück sind, dann sind wir wieder bei der Base. Also wenn wir den nächsten Part haben, dann sind wir wieder in der Base. Bis dann. Dankeschön fürs Schauen. Und das nächste Mal nehmen wir eine Leine mit. Geil. Geil, ich habe keine Leine da. Oh, ich kann Leinen craften. Nein, ich habe keine Fäden. Okay, gut. Ich werde vielleicht Spinnen besiegen. Gut, bis zum nächsten Part. Euer Dragobal. Tschüss.